Die Familie Wolny scheint in letzter Zeit kaum zur Ruhe zu kommen. Erst kam es bei Sarafinas Zwillingen Emery und Casey zu Problemen. Die beiden kamen als Frühchen auf die Welt und hatten erst vor kurzem Probleme mit dem Magen. Nun der nächste Schock für die Familie. Silvanas Freund Florian musste am Wochenende notoperiert werden. Das bestätigte sie in ihrer Instagram-Story. Ich hatte euch ja erzählt, dass es dem Flo die letzten Wochen nicht so gut ging und wir dachten, dass er Magen-Darm hatte. Und gestern musste er jetzt notoperiert werden. Warum genau Flo notoperiert werden musste, erklärt die Wolny-Tochter nicht. Dafür beruhigt sie ihre Fans. Ihm geht es jetzt wieder gut. Was er genau hatte, wird er euch die nächsten Tage erzählen, sobald er wieder zu Hause ist. Also macht euch da keine Sorgen. Nun meldete sich Florian Köster am Sonntag in seiner Insta-Story zu Wort und gab seinen Fans ein Gesundheitsupdate. Ich warte noch auf die morgigen Ergebnisse. Aber was ich schon mal sagen kann, mir wurde die Galle entfernt, schrieb er. In den nächsten Tagen wird er seinen Fans genaueres erzählen, wie er weiter schrieb. Inzwischen scheint es Florian wieder etwas besser zu gehen. Wie man in seiner Story sehen kann, hatte er Besuch von Freundin Silvana und seinen Kindern Selina Sophie und Anastasia. In dem Video sieht man die Familie auf einem Spielplatz in der Nähe des Krankenhauses. Zu dem Video schreibt er: Die beste Medizin, die es gibt. Hoffentlich erholt sich der Zweifachvater schnell von der OP. Doch bei seinen Kindern und Silvana wird er sicherlich schnell wieder auf die Beine kommen. Seit 2011 sind die beiden unzertrennlich und Florian gehört seit Jahren zur chaotischen Großfamilie dazu. Seit 2013 bereichert Tochter Selina Sophie das Leben der beiden. Im Juli 2019 erblickte Anastasia dann das Licht der Welt und machte ihr Familienglück komplett. Auf Instagram teilt Silvana immer wieder tolle Fotos von sich, ihrem Freund und ihren Kindern. Auch eine Hochzeit steht bei Silvana und Florian noch aus. Bislang haben sich die beiden noch nicht verlobt. Fans dürfen gespannt bleiben, ob das Paar bald vor den Altar treten wird.